Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ja, ich habe mir hier wieder ein kleines Auto geklaut und ja, das soll keine Tür haben. So, und ich würde sagen, wir fahren dann zur nächsten vermissten Person, beziehungsweise das nächste Lupensymbol, um einfach mal die Folge zu beginnen heute. Es tut mir leid, mit dem Ding zu fahren ist einfach nicht so leicht, finde ich. Das passt nicht. Das lenkt sich auch bescheuert. Ja, genau, also wir wollen wieder hier eine Untersuchung starten und ja, um die Ecke ist praktisch dann auch schon ich glaube so ein Waffenschiebedingsring. Voll der super Satz. Genau. Und hier gibt es ein bisschen was zu tun, also würde ich sagen, machen wir hier die Ecke mal schnell. Bevor wir dann zur Hauptmission weiterziehen. Ups. Oh Gott. Dieser Bremsweg, natürlich ist der unten. Das habe ich auch anderes erwartet. Fährst du mal bitte? So. Ja, ja. Dein Atem auch. So. Schön, dass ich alles höre. Aber man kann es ja unten mitlesen. Ich probiere es trotzdem nochmal abzuspielen. Ja, hier der Serienmörder. Leute. So, habt ihr jetzt davon? Ich hab's kaputt gemacht. Na gut, ich hoffe, dass ich den Serienmörder jetzt trotzdem gefunden habe und dass mich jetzt nicht daran hindert. So, und ich meine natürlich die Leiche, nicht den Serienmörder. Den finde ich vielleicht irgendwann mal. Mit etwas Glück und Spucke. So. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, schön. Ich weiß, selten stand ein schöneres Auto, aber man kann ja auch mal normal fahren. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Tudum.
Okay. Ja. Scheiß Hooligan! Was? Ich bin kein Hooligan. Penner. Mann, du weißt, wie das Spiel läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Hey, Mann, was geht? Ich bin da. Ich wette, das ist der Typ aus den Nachrichten. So. Wenn da schon das Kabel läuft, dann kann ich mir schon denken, dass da der Anfang ist. Dachte ich mir. Ich weiß, dass die Brücke sowieso gewartet werden sollte. Sie haben gar nichts gehackt. Können sich nicht mal selbst in den Arsch abdrücken. Natürlich. Rein? Ja. Das war doch mit Sicherheit noch so eine Audio-Botschaft. Nicht? Okay. Dann gehen wir schnell zum Verbrecher. Der natürlich da oben ist. Oh nein! Da ist wieder Opas Boot. Ach, gibt's denn kein vernünftiges da? Na, nee. Nur zweimal Opas Boot. Grütze. Ich komme, um dich zu stoppen. So, und im Rest kann ich schwimmen. Bis der zurückgesetzt hat, ist das Opfer tot. Hui. Hui. Wer baut sowas? So. Da ist er. Ich muss wohl näher ran. Nicht? Hm. Ja, wenn ich es nicht mehr versuche, dann klettert darüber. Nein, warte! Ah! Glaubst du, ich hau dich nicht um? Ich hau dich um.
machen. So, einer weniger. Jetzt bin ich auch ziemlich weit vom Weg abgekommen. Ach, guck mal. Praktisch genau dahin, wo ich für die Hauptmission hin muss. Ja, ich weiß. Ich hätte nicht töten sollen, aber... hat sich einfach so ergeben. Wow. War dann doch tiefer als erwartet. Okay. Für mich gibt es keine Grenzen. Ah, das ist zu weit. WKTVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des... Ach ja. Im Ernst? Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja. Ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car, direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur... Ding! Und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Ja? Sie haftet. Cool, oder? Hm. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Johnny. Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück Johnny. Weg. Fuck. Also Proberunde. Okay. Mit der Granate. Röder. Ja, blöd, Jungs. Hab ich nicht. Kann ich das denn wechseln? Ah.
Na gut. Sienna Brick Factory. Da wollen Irex Miller Bettberg umlegen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Kabel. Irex wird davon hören, dass das Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Irek hat die Wies in zwei Gruppen eingeteilt. Wir halten seinen Scheiß am Laufen und haben zwei Auswege. In die Kiste oder in den Knast. Aber sein engster Kreis da oben. Die haben einen Fluchtplan. Die haben das Geld und die Geheimnisse. Und kümmern sich einen Scheiß darum, was mit uns passiert. Ich muss da irgendwie rein. Okay. Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Mehr habe ich nicht. Und hier laufen dann die Deals. Das war gar nicht mal so gut jetzt. Ich habe noch Zeit. Reifenspur. Da muss jemand regelmäßig parken. Ach, Kacke. Moment, kann ich noch schnell welche zusammenbauen? Na, komm schon. Ah. Aber auch schnell. Ganz von selbst.
nicht zu sehen. Gut. Augen auf, wie ich. Mit uns legt sich keiner an. Finde den Arsch. Ja, da habe ich wohl alle hochgejagt, ne? Ja, kommt doch mal nach hier.
Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey, steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Wer entkommt denn noch? Dann spricht er mit Iraq. Und Bedbug wäre so gut wie tot. Oh oh. Jetzt wirklich keine Lags. Kann ich nicht brauchen. Momentkurs. So. Das Beste. Ich hab mich halt ausgewählt. Aber das war einfach das erste, was ich gefunden habe. Aber es ist jetzt noch nicht runter. Ist aber ja eigentlich nur eine Frage der Zeit bei meiner Fahrkunst. Liegt wirklich scheinbar am Spiel, weil PC-technisch dürfte da echt nichts dazwischen kommen. Ich starte die Aufnahme trotzdem nochmal kurz neu. Moment. Wir sind ja jetzt auch fast da. Ja, seht, an der Aufnahme liegt es auch nicht. Den Ruf, den er immer schon haben. Ja. Ja, man. Oh Gott. Gut. Wir treffen uns hinten, dann erzähle ich es dir. Thank you.
hast du aufgelegt. Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bad Bug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Hinter mir her. Pass auf, alle sind tot. Du musst mich hier rausbringen. Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Sie Gespenster. Nein, 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 wartet, wartet. Scheiße. Und Iricks Anteil? Nein, nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sonst nicht um mich? Nein, und anscheinend wird von der. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann, Irak bringt mich um! Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Sorgt sich um mich? Nein, und anscheinend wird... Ha! Wunderschön beendet. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Wir hören uns jetzt noch kurz den Anruf an, der jetzt wahrscheinlich mal wieder kommen wird. Na? Na? Aha. Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an der Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay, okay. Ich melde mich. Sei bereit. Ja, da wird aber noch mehr an Anrufen kommen. Ja, Bad Bug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Irak trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bad Bug sagt, Irak fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraks Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schick dir den Standort des Koffers. Wunderbar. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt wirklich beim nächsten Mal weiter. Bis dann.